Schönen Nachmittag, herzlich willkommen bei uns im Studio 2. Ja, guten Abend. Ich glaube, der Martin ist heute recht aufgeregt. Ja, ich bin nervös. 5 faszinierende Frauen heute in der Sendung. Allen voran Verena Scheidt. Aber wir haben auch noch wirklich hochspannende Gäste. Und die Dame, die jetzt gleich zu uns kommt, ja, kennt eigentlich die ganze Welt. Das ist, ja, kennt die ganze Welt. Großartige an der Sorbonne hat sie Kunstgeschichte studiert, in Los Angeles Schauspiel studiert. Jetzt ist sie unter die Autoren gegangen, ist Neomama, wird aber immer mit ihrer berühmten Mutter in Verbindung gebracht sein. Auch eine nicht ganz einfache Situation. Wir freuen uns sehr auf Sarah Biasini, die Tochter von Romy Schneider. Und unsere weiteren Themen jetzt. Familiengeschichte. Sarah Biasini über Mutter und Tochter. Naturschützerin. Die vielen Gesichter der Lilian Klebo. Und Reinheitsgebot. Wo Bakterien und Viren wirklich lauern. La beauté du ciel, die Schönheit des Himmels. Das verstehe ich, ja. Deutsch ist gut. Ja, aber da musst du dir gar keine Sorgen machen, weil wir haben natürlich eine Simultan-Dolmetscherin da und wird uns alles und jedes Gespräch von Sarah Biasini übersetzen, alles, welche Themen wir auch immer klären werden. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, Autorin, Schauspielerin Sarah Biasini. Mit dieser Geschichte, einem Drahtseilakt zwischen Intimität und Zurückhaltung, sprengt Sarah Biasini ihren Panzer, urteilte die internationale Presse. Und tatsächlich gewährt die Schauspielerin in Die Schönheit des Himmels ganz persönliche Einblicke in ihre Gedankenwelt, ihr Schicksal und ihre neue Rolle als Mutter. Sarah Biasini, geboren 1977, war 4 Jahre alt, als ihre Mutter, Schauspiellegende Romy Schneider, starb. Über die Beziehung zu einer abwesenden Mutter, die nicht nur der Tochter, sondern scheinbar unzähligen Menschen, die die Schauspielikone verehrt hatten, fehlt, und wie sich diese Verbindung im Laufe der Jahre verändert hat, schreibt Sarah Biasini, wobei sie sich vor allem an ihre eigene, 2018 geborene Tochter Anna wendet. Die Geburt ihrer Tochter, das eigene Mutterglück, hat Sarah Biasini wohl am stärksten verändert. Oder, wie es Biasinis Mann während der Schwangerschaft formulierte, du wirst nicht mehr die Tochter deiner Mutter sein. Du wirst die Mutter deiner Tochter sein. Und sie ist heute unser Studiogast. Wir freuen uns sehr. Bonjour, herzlich willkommen, Sarah Biasini. Ich möchte gleich mit einem Zitat beginnen, das wir gerade gehört haben. Mit dieser Geschichte, einem Drahtseilakt zwischen Intimität und Zurückhaltung, sprengt Sarah Biasini ihren Panzer, hat die Presse geschrieben zu ihrem Buch. Sehen Sie das auch so? Hatten Sie einen Panzer? Peut-être. Ja, vielleicht. Et en même temps, je crois gleichzeitig que glaube ich, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Comme si c'était pas mon histoire. Als ob es nicht meine eigene Geschichte wäre. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich habe es mit einer gewissen Distanz geschrieben, als ob es die Geschichte einer anderen Person wäre. De le partager. Und die ich mit anderen teilen möchte. J'étais attachée à ich habe mich sehr mit der Form beschäftigt, wie das Buch eben verfasst ist, dass sich die Geschichte sich leicht und angenehm liest. Ich hatte keine Sorgen über Intimität oder ich wollte nicht in den Kopf einer Frau eindringen, die Mutter wird und die sich die entsprechenden Fragen stellt über die Schwangerschaft, über ihr neues Leben als Mutter und ihre Suche nach der Mutterliebe. Hat es diese Distanz gebraucht, um überhaupt zum Stift greifen zu können und anfangen zu schreiben oder zu tippen? Ja, durchaus, sicherlich. Aber ich glaube, ich hatte bereits eine gewisse Distanz und ich wollte wirklich dieses Buch schreiben und meine persönliche Geschichte dazu nützen, um eine größere Geschichte zu erzählen. Als ob ich eben die Geschichte einer anderen Frau erzählen wollte, die zwar ein Teil von mir ist, aber nicht nur ich. Jetzt gibt es da ein zweites Zitat, wir haben es auch schon in der Zuspielung gehört, wo Ihr Mann zu Ihnen sagt, du wirst nicht mehr die Tochter deiner Mutter sein, sondern du wirst eben die Mutter deiner Tochter jetzt sein. Das ist ein sehr starker Satz. Hat sich durch die Geburt tatsächlich viel verändert?
Oui, beaucoup de choses. Ja, natürlich, viele Dinge ändern sich, manche Dinge ändern sich nie. Ich denke, dass man immer das Kind seiner Eltern bleibt, auch wenn man selbst Eltern wird, Mutter oder Vater wird. Aber ja, das ist sehr interessant natürlich, das zu analysieren, diese neue Rolle zu analysieren. Man sollte auch nicht zu viel über die Dinge nachdenken, sondern sie einfach tun und das einfach im täglichen Leben umsetzen. Also einige Monate lang habe ich versucht, wirklich darüber nachzudenken und eine Geschichte zu erzählen. Und natürlich gibt es jeden Tag Dinge zu erledigen. Wie lange hat das gebraucht, das Buch zu schreiben? Wie lange hat das gebraucht? À peu près 3 ans. Ungefähr 3 Jahre. Mais pas forcément tous les jours. Nicht unbedingt, ich habe nicht unbedingt jeden Tag daran gearbeitet, aber während des ersten Lockdowns habe ich geschrieben und die Kleine war ja bereits auf der Welt, das heißt, ich musste mich ihrem Rhythmus anpassen mit der Arbeit. Das heißt, ich hatte natürlich in den ersten Monaten nicht wirklich den Kopf, täglich den Kopf, um am Buch zu arbeiten. Gab es irgendeinen Auslöser, dieses Buch zu schreiben? Einen Grundgedanken? Wollten Sie sich irgendetwas von der Seele schreiben? Oder was war die Motivation für dieses Buch? Ich wollte eine Geschichte schreiben, und zwar schon seit einiger Zeit. Ich habe also eine erfundene Geschichte entworfen, und dann kam eben diese Geschichte mit der Schändung des Grabes meiner Mutter am Friedhof, und ich wurde dann wirklich 3 Wochen danach schwanger. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir eben gesagt, nun, wenn du wirklich Lust hast, etwas zu schreiben, dann solltest du über etwas schreiben, das du gut kennst und das dich wirklich interessiert. Das heißt, das Verhältnis zum Tod, mein Verhältnis zu meiner Mutter, zwischen Mutter und Kind. Und ich dachte mir nun, wenn man diese beiden Elemente nützt, das heißt zunächst einmal die Schändung des Grabs und dann auch das Schwangerwerden, die Schwangerschaft, dann habe ich gefunden, das ist doch sehr romanhaft, und war der Meinung, das wäre ein guter Ausgangspunkt, ein guter Vorwand sozusagen, um diese Geschichte zu entwerfen rund um Mutterliebe und um auch Weitergabe, um Tod, um Trauer. Denn ich hatte wirklich Lust, über diese Themen zu schreiben, denn das sind die Themen, die mich wirklich interessieren. Natürlich interessieren mich auch andere Themen, aber ich hatte eben Lust, ich wollte in der ersten Person schreiben, und ich wollte wirklich eine ehrliche Arbeit abliefern. Also ja, ich denke, zusammenfassend könnte ich sagen, je mehr man etwas beschreibt, das persönlich ist, umso einfacher ist es auch, andere Menschen damit zu berühren. Also ich wollte darüber eben schreiben, ich wollte seit langem bereits ein Buch schreiben und über sehr persönliche und intime Dinge nachdenken und das dann auch beschreiben, wie zum Beispiel mein Verhältnis zu meiner Mutter. Sie waren sehr klein, wie Ihre Mutter gestorben ist. Wenn Sie sich jetzt noch an Sie erinnern können, man hat ja immer wieder so Fetzen mit 4, 5 Jahren, da kommen immer so kleine Schwaden, die vorbeiziehen. Wie sehr, würden Sie sagen, prägen diese Momente, die Sie abrufen können, noch Ihr Mutterdasein? Oder sind die einfach eine schöne Erinnerung? De l'influence. Ja, natürlich. Es gibt auch einen starken Einfluss, und ich glaube, sie ist irgendwo immer vorhanden in mir, in meinem Kopf. Das ist ja bereits 40 Jahre her, also eine sehr lange Zeit. Und ich denke, ich kann Ihnen jetzt nicht eine Geschichte konkret erzählen, ein Ereignis, aber ich, aber das ist überhaupt nicht mystisch, aber ich spüre doch eine Verbundenheit. Und wir haben ja unsere Eltern in uns, und das ist unsere Identität. Meine Mutter ist Teil meiner Identität, meiner Herkunft. Ich habe sie also immer in mir, und zwar zu 50%. Fragen Sie sich ab und zu, was sie für eine Großmutter gewesen wäre oder wie sie eben mit ihrem Enkelkind umgehen würde? Das frage ich mich oft. Meine Eltern haben
David auch nicht mehr. Ah, j'espère qu'elle l'aurait. J'espère qu'elle lui aurait là spécifiquement maintenant qu'elle lui aurait dit bon maintenant dass sie gesagt hätte, nun hörst du auf deine Mutter und jetzt sei vernünftig und sei brav. Parce qu'elle m'écoute pas beaucoup en ce moment. Weil mein Kind folgt mir nicht. Also sie hört, das Kind hört nicht auf mich derzeit. Gutes Kind. Kein Einzelschicksal. Glauben Sie an, auch von Ihren Erzählungen vorher, glauben Sie an übergeordnete Dinge im Leben? Dass also eigentlich, wenn Sie auch sagen, Sie haben Ihre Mutter nicht wirklich jetzt lange begleiten können, aber sie ständig da sie ist präsent, sie ist noch immer hier. Also gibt es etwas Übergeordnetes wie eine Seele, wie eine Energie, die uns ständig begleitet und das alles in diesem Fall auch zusammenhängt letztendlich? Si vous voulez, il y a toujours une part de soi où on est rationnel. Es gibt immer einen Teil, wo man rational ist und wo man sich sagt, nein, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Andererseits hat man doch Lust auch zu sagen, ja, vielleicht gibt es das doch, aber wir sind jetzt sehr, sehr streng und sehr rational erzogen. Ich bin sehr erdverbunden. Sehr bodenständig, aber ich bringe sehr gerne Symbole mit gewissen Ereignissen in Verbindung. Ich meine, es gibt gewisse symbolische Dinge, die passieren und man kann eben sagen, und wenn das passiert, dann ist das vielleicht nicht zufällig. Zum Beispiel. Als zum Beispiel das Grab geschändet wurde und dass ich dann gleich darauf schwanger wurde, nun habe ich mir gedacht, vielleicht ist das meine Mutter, die mir hier auf die Schulter klopft. Oder vielleicht war es einfach nur, damit dieses Buch entstehen kann. Ich weiß nicht. Aber es gibt so viele kleine Dinge, wenn man Entscheidungen treffen muss im Leben, nach links oder nach rechts gehen, dann denke ich mir, nun gut, ich gehe nach rechts. Vielleicht ist das auch sinnvoll und vielleicht gibt es etwas, was man einen noch hinbringt. Jetzt ist es ja das. Es ist ja das Schicksal von Kindern berühmter Eltern, dass man immer mit den Eltern in Zusammenhang gebracht wird, beziehungsweise auch verglichen wird. Jetzt sind Sie auch im selben Beruf, Sie sind auch Schauspielerin. Wie sind Sie mit dieser Bürde umgegangen oder empfinden Sie das gar nicht als Bürde? Naja, das ist nicht so einfach. Aber ich habe mir diesen Beruf ja selbst ausgesucht. Ich war da ein bisschen verrückt. Vielleicht habe ich da ein bisschen den Verstand verloren, als ich diesen Beruf gewählt habe. Aber ich liebe es, auf der Bühne zu stehen im Theater. Das ist wirklich ganz großartig für mich. Und ich weiß, dass ich nichts anderes gemacht haben könnte. Also ich könnte sonst keine Kunstrichtung ausüben. Ich bin, glaube ich, wirklich nicht sehr begabt für andere Dinge, die mehr Hirn verlangen. Also das hat sicher einen Grund, das hat sicher einen Sinn. Ich weiß natürlich, warum ich es tue, wenn man im Leben so, manchmal trifft man Entscheidungen und denkt dann erst darüber nach. Das ist wohl so der Fall. Und Ihre Tochter, glauben Sie, wird sie auch Schauspielerin? Fühlen Sie da schon einen Drang zu spielen, sich darzustellen, es gerne zu sehen, sich zu verkleiden vielleicht schon? Nun, wie alle Kinder natürlich liebt sie das, sich zu verkleiden. Und sie grüßt auch von sich aus und sie macht da wirklich ein Spektakel daraus. Aber sie wird natürlich das tun können, was sie möchte. Und ich werde natürlich ihr raten, versuchen, so etwas zu raten. Aber sie soll einfach glücklich werden. Das ist das Wichtigste. Das wünschen sich alle Eltern und sie sollte vor allem selbstbewusst werden. Und dann ein schönes Leben führen. Jetzt haben wir alle eine sehr schwierige Zeit, auch in Frankreich, bei uns, aufgrund der Rahmenbedingungen, aufgrund von Corona. Aber Weihnachten kommt. Gibt es einen Weihnachtswunsch von Sarah Piersini? Eine Wunschrolle, irgendetwas anderes, einen Wunsch für die Tochter?
Nein, eigentlich nicht. Was könnte ich mir zu Weihnachten wünschen? Nun ja, ich möchte einfach wieder reisen können, frei reisen können und auch mich mit Freunden und Familie treffen, zusammensitzen. Und ich wünsche mir, dass eine Behandlung für alle gefunden wird, aber das ist natürlich etwas anderes. Also ich möchte, dass es allen gut geht und alle gesund sind. Abschließend würde ich noch gerne fragen, was glauben Sie, würde Ihre Mutter zu dem Buch sagen, wenn sie es gelesen hätte können? Nun, wenn sie es lesen hätte können, dann würde es das Buch ganz einfach nicht geben. Aber jetzt im Nachhinein, ich hätte das Buch wahrscheinlich nicht geschrieben, wenn sie noch hier wäre. Also was könnte ich Ihnen darauf antworten? Nun, jedenfalls, wir sind sehr ehrlich hier. Was mir so gefällt bei ihr, das ist ihre Ehrlichkeit in der Arbeit, aber auch in ihrem Leben als Frau, ihre Offenheit und dass sie immer versucht hat, die Wahrheit zu finden, die Wahrheit zu entdecken. Und ich finde das sehr, sehr gut, also für einen Menschen, und ich versuche auch dasselbe zu tun. Und das verbindet sie natürlich jetzt auch durch dieses Buch, diese Offenheit und diese Wahrheitssuche. Frau Biasini, ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alles Gute. Merci beaucoup. Ja, wir kommen zum Thema Nummer 1.